Grundsätzlich stimmt es schon, dass Hardware-Chips einige Vorteile gegenüber Softwarelösungen bieten. Allerdings steckt auch wie oft im Leben der Teufel im Detail. Das heißt, der Chip kann fehlerhaft sein, ich als Benutzer kann ihn eventuell falsch verwenden, also nicht so, wie der Hersteller gedacht hat, oder ich habe ihn auch einfach falsch konfiguriert. Außerdem bietet mir der Chip keinerlei Schutz, wenn die Software schon bereits entschlüsselt im Speicher des Systems vorliegt. Dann kann ich ihn auch mit anderen Methoden auslesen, die Software. Darüber hinaus haben Forscher auch sogenannte Glitching-Attacken vorgestellt. Hier geht es darum, dass man die Stromversorgung und die Taktfrequenz des Chips so manipuliert, dass ich ihn eventuell außer Kraft setze oder seine Funktionalität einschränke. Das heißt, dieser Mythos ist eindeutig mit einem nur bedingt zu beantworten.